Was für ein wunderschöner Tag heute. Wenn Sie nach draußen gucken, sehen Sie im Hintergrund die Sonne. Das sind 25.000 Megawatt Solarstrom, die heute im Netz sind. Über 1 Million Menschen Solarkraftwerke, die die Energiewende unterstützen. Und das ist genau das, was Grüne immer wollten. Und das heißt, heute Mittag die Lastspitze, die wir früher immer hatten, wo wenig Strom verbraucht wird, braucht keine Kohlekraftwerke oder nicht mehr so viel Kohlekraftwerke wie früher, sondern das wird anders gemacht. Und wenn ich jetzt im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen Kritik am CDU-Kandidaten, dem Umweltminister Röttgen habe, dann ist meine Kritik nicht die, dass nicht klar ist, ob er hinterher nach Nordrhein-Westfalen kommt oder ob er nach Berlin geht. Das kann er halten, wie er will. Meine Kritik ist an ihm, dass er die Energiewende fachlich nicht vernünftig macht. Dass er gerade dabei ist, zum Beispiel die deutsche Solarindustrie, das deutsche Solarhandwerk an die Wand zu fahren, weil er keine vernünftigen Herabsenkungen der Preise macht. Wir wissen alle, dass die Vergütung sinken soll. Weil wenn die Anlagen billiger werden, sollen die Menschen weniger bezahlen. Das ist nur richtig. Aber diese Absenkung der Preise muss man stetig, muss man kontinuierlich machen. Nicht so wie Röttgen das jetzt macht, innerhalb von 2 Jahren 50%. Da geht eine Firma nach der anderen in die Insolvenz. Und das Schlimme ist auch die Handwerker, die sich darauf eingestellt haben, damit Geld zu verdienen und dann Personal abbauen müssen, wenn der Bereich zusammenbricht, werden beim nächsten Mal, wenn Grüne in der Regierung ist und sagen, wir wollen das weitermachen, werden sie vorsichtig sein und sagen, beim letzten Mal sind wir reingefallen, Politik ist nicht zuverlässig. Das heißt, Herr Röttgen macht an der Stelle Vertrauen kaputt. Das ist meine Hauptkritik. Er ist dilettantisch in der Umsetzungsweise. Er belastet die erneuerbaren Energien, auch im Bereich Windstrom. Da hat er die Vergütung immer höher getrieben mit Umlagen, die gar nicht notwendig waren, wie zum Beispiel der Marktprämie bei der Windstromvergütung, die allein 500 Millionen im Jahr kostet und überhaupt nichts bringt. Und gerade für uns in Nordrhein-Westfalen ist diese Energiewende besonders wichtig. Nordrhein-Westfalen ist ein altes, traditionelles Land von Kohle, von Stahl, von Maschinenbau. Und wir haben einen Strukturwandel hinter uns wie kein anderes Bundesland. Wir haben in den letzten 50 Jahren über 2 Millionen Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen verloren. Davon alleine rund 1,3 Millionen rund um die Steinkohle. Wir hatten 1960 noch 500.000 Bergleute, fast 600.000 und das gleiche nochmal an Beschäftigten drumherum um die Zechen. Wir haben in der Stahlindustrie abgebaut, wenn Sie sich an Rheinhausen erinnern. Wir haben die gesamte Textilindustrie im Krefelder Bereich, Niederrhein, Münsterland abgebaut, die Möbelindustrie in Ostwestfalen. Viel davon ist ersetzt worden, aber wir haben strukturelle Probleme im Ruhrgebiet und im Bergischen Städtedreieck. Und jetzt haben wir gleichzeitig einen Prozess mit der Energiewende, der neue Arbeitsplätze verspricht, die auch überall im Land entstehen, in der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist entscheidend, ob wir in Nordrhein-Westfalen bei der Energiewende mitmachen, ob wir uns die Arbeitsplätze holen oder ob andere Bundesländer die mit Handkuss nehmen. Und wir haben Chancen dafür. Die alte Regierung unter Rüttgers, CDU-FDP, hat der damalige Minister Wittke als erstes gesagt, Windkraft, das ist das Erste, was wir kaputt machen werden. Da hat Nordrhein-Westfalen 5 Jahre verschlafen. Jetzt haben wir in den nur 20 Monaten Minderheitsregierung aus dem Windkraftverhinderungserlass einen Ermöglichungserlass gemacht. Wir haben den Leitfaden für Wind im Wald hergestellt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Milliardeninvestitionen darauf warten, dass es endlich losgehen kann. Allein in der Aachener Region, wo ich wohne, sind 70 große Windkraftanlagen geplant. Über 250 Millionen Euro Investitionen warten da tatsächlich, dass es losgehen kann. In ganz NRW sind es zwischen 2 und 3 Milliarden Euro Invest allein in die Windkraft in den nächsten 5 Jahren. Und das ist das, was wir brauchen. Erneuerbare ausgebaut, Pumpspeicher ausgebaut. Auch da sind Projekte in der Investitionsplanung von über 1,5 Milliarden Euro. Und dann neue, hochmoderne Gaskraftwerke, die Strom und Wärme koppeln, damit wir an der Stelle als Ergänzung zu den Erneuerbaren auch unseren Strom kriegen. Das ist alles, was wir brauchen. Und seien Sie sicher, wenn es keine Regierung gibt mit starker grüner Beteiligung, dann wird die SPD auch in die alten Muster zurückfallen. Dann haben wir hier nachher eine große Koalition, nicht nur zwischen CDU und SPD. Wir haben auch eine große Koalition zwischen Verdi und RWE. Und das ist das Letzte, was NRW braucht. Wir brauchen die Arbeitsplätze für die Zukunft aus der Energiewende. Und wir brauchen keine große Koalition im Energiebereich. Das wäre nicht nur Stillstand, das wäre Rückschritt. NRW würde verlieren gegenüber anderen Bundesländern. Deswegen am 13. Mai die Zweitstimme für Grün, für die Energiewende und für die Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. Dankeschön.